Naja, wenn man aus dem ländlichen Raum kommt, dann weiß man natürlich, was Funklöcher sind. Dementsprechend begeistert war ich, als ich zum ersten Mal Kontakt mit der Thematik Freifunk hatte. Das war vor einigen Jahren. Da war ich in Sachsen, mein Vater lebte dort zur Weihnachtszeit und wir gingen weg und ich hatte auf einmal kein Netz. Und dann entdecke ich da ein offenes WLAN-Netz. Und ich habe das Ganze erstmal völlig falsch verstanden. Ich dachte, dass das verstaatlicht ist, was vom Kreis gesteuert ist. Aber ist ja gar nicht. Der Gedanke des Freifunks ist ja eher eine Anlehnung an die mittelalterliche Allmende. Vielleicht an was Genossenschaftliches, heute würde man sagen Share Economy oder irgend sowas. Aber daran, dass man selbst etwas organisiert, ein Allgemeingut, Internet schafft und das kostenlos zur Verfügung stellt für alle. Egal ob arm, reich, alt, jung. Das ist ja super. Dieser Gedanke ist super und der sollte auch staatlich gefördert werden. Ich habe mir überlegt, sinnvoll wäre es, ein Freifunkmodell steht und fällt mit der Anzahl der verfügbaren Punkt-Hotspots, der Router, wo man Signale empfängt. Diese könnte man doch, die Aufstellung eines solchen Routers könnte man doch einmalig mit 50 Euro subventionieren, damit Anreize geschaffen werden, dass Menschen solche Punkte schaffen. Das wäre beim Fördervolumen von 100.000 Euro an 2.000 Stellen im Land möglich und damit würden wir sehr viele weiße Flecken schließen.